Die Kämpfe im Sudan hinterlassen eine Spur der Zerstörung. Die Waffenruhe hält nicht. Zwei Menschenleben forderte die russische Rakete, die das Heimatkundemuseum in Kupjansk bei Charkiw getroffen hat. Die Proteste gegen die Justizreform in Israel haben mit Beginn der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Gründung des Staates noch einmal zugenommen. Mindestens 89 Tote im Zusammenhang mit der Jesus-Hungersekte in Kenia. Tausende SudanesInnen nutzen die 72-stündige Waffenruhe, um aus den Kampfgebieten in sicherere Gebiete zu fliehen. Die seit mehr als einer Woche andauernden Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen RSF haben mehr als 460 Tote und mehr als 4000 Verletzte gefordert. Kämpfer haben ein staatliches Medizinlabor mit Proben der Erreger von Krankheiten wie Polio, Cholera und Masern besetzt. Die Weltgesundheitsorganisation ist beunruhigt. Extremely dangerous because we have polio isolates in the lab, we have measles isolates on the lab, we have cholera isolates in the lab. So there is a huge biological risk associated with the occupation of the Central Public Health Lab in Khartoum by one of the fighting parties. Trotz der geltenden Waffenruhe hat es in der Hauptstadtregion Luftangriffe gegeben. Dabei soll die Stadt Omdurman nahe Khartoum in den Fokus gerückt sein. Nach UN-Angaben könnten rund 270.000 Menschen versuchen, in Nachbarländern wie dem Tschad oder dem Südsudan Zuflucht zu suchen. Die russische Rakete, die das Heimatkundemuseum in Kupjansk in der Region Charkiw getroffen hat, forderte zwei Menschenleben und es war Glück, dass es nicht mehr tote Zivilisten gab. Mehrere andere Gebäude wurden beschädigt und 6 Menschen verletzt. Die Frontlinie verläuft derzeit etwa 7 Kilometer nordöstlich von Kupjansk. Тут взагалі нема нічого військового, це суто цивільне місце, де зазвичай дуже багато людей. На щастя, сьогодні не було видачі гуманітарної допомоги, тому не було постраждалих, не було людей на зупинці, тому ми обмежились от тією кількістю людей, які відомі станом на зараз. Kupjansk und die Region im Nordosten gilt als ein möglicher Schwerpunkt für die ukrainische Frühlingsoffensive, da Russland seine besetzten Gebiete im Südosten mit massiven Verteidigungslinien verstärkt hat. Mit einem Angriff von Nordosten her könnten diese Befestigungen umgangen werden. Die russische Nachrichtenagentur TASS meldet, dass ukrainische Streitkräfte ihre Einheiten rund um Kupjansk südöstlich von Charkiw verstärken würden. Auch das heizt Spekulationen an, dass die erwartete ukrainische Offensive von Charkiw aus die russische Grenze entlang nach Luhansk gehen könnte. The UK Defence Ministry says over April Russia's average daily casualty rate has highly likely fallen by around 30%. This follows exceptionally heavy Russian casualties over January-March. Russia's losses have highly likely reduced as their attempted winter offensive has failed to achieve its objectives and Russian forces are now focused on preparing for anticipated Ukrainian counter-offensive. The Institute for the Study of War says Russian forces continued ground attacks in and around Bakhmut and did not make any confirmed territorial gains in the city on the 23rd and the 24th of April. After more than 10 months of Russia's efforts to capture Bakhmut, Wagner Group leader said that the fall of Bakhmut will not change Russia's operational situation on the Donetsk region axis. Prigozhin claimed that Wagner's job is to wear down Ukrainian forces ahead of a possible counter-offensive. On the 22nd of April, the Institute for the Study of War says that Ukrainian forces have established an enduring presence in certain areas of East Bank, Kherson region, but not a bridgehead. On Monday, the think tank issued a clarification saying the Institute for the Study of War does not assess that Ukrainian forces have established a bridgehead across the Dnipro River. The think tank then issued a separate statement regarding coverage of announced upcoming Ukrainian counteroffensive operations, saying that it is committed to doing everything it can to avoid compromising Ukrainian operational security or telling the Russians anything they do not already know.
The Institute for the Study of War will make no forecasts whatsoever about what Ukrainian forces might or might not do, let alone where or when they might do it. Quote, we will be particularly careful to avoid statements that might be construed as offering such forecasts in the coming weeks. In Tel Aviv wurde wieder gegen die Justizreform der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu protestiert. Die Reform entzieht dem obersten Gerichtshof Befugnisse und gibt der Regierung mehr Macht, wenn es um die Ernennung von Richtern geht. Nach Ansicht der Gegner schwächt dies Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Netanyahu selbst könnte wegen laufender Korruptionsverfahren gegen ihn profitieren. Die Proteste wiederholen sich jede Woche und mit dem Beginn der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel fallen sie noch größer aus. Netanyahu nahm scheinbar unbeeindruckt von der Kritik in Jerusalem an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teil und rief Israel zur Einheit auf. Israel sieht sich seit Antritt der ultrareligiös-konservativen Regierung zugleich mit einem Anstieg der Gewalt von und gegen Palästinenser konfrontiert. Zur besseren Versorgung der EU mit Erdgas haben die 4 Mitgliedstaaten Bulgarien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei ein Abkommen mit Aserbaidschan unterzeichnet. Mit dem Vertrag zwischen Gasleitungsbetreibern aus diesen osteuropäischen Staaten sowie der Energiegesellschaft Aserbaidschans setzen die 5 Länder auf eine verstärkte Zusammenarbeit. So today we are implementing the project of 21st century. And the project which grows. And therefore, as a reliable partner in energy, Azerbaijan definitely is ready to continue our journey and to achieve all the targets. The best solution for the current energy crisis in Europe would be to be able to bring more gas to Europe from more resources and on more routes. Das Abkommen ist Teil einer Initiative für eine sichere Gasversorgung der EU. Im vergangenen Juli unterzeichnete Brüssel eine Absichtserklärung mit Baku zur Steigerung der Gasimporte aus Aserbaidschan. Hakamada-san. Eine Raumsonde des japanischen Unternehmens iSpace sollte auf dem Mond landen, aber die Mission ist gescheitert. Vor der Landung brach der Kontakt ab. Hakuto R sei wahrscheinlich bei einer harten Landung auf der Mondoberfläche abgestürzt. Weißer Hase, so die Bedeutung des Namens, hat mehrere Mondfahrzeuge an Bord, darunter auch einen Rover der Vereinigten Arabischen Emirate. Bisher ist es nur den USA, Russland und China gelungen, Roboter auf den rund 400.000 Kilometer entfernten Erdtrabanten zu landen. Die Polizei in Kenia hat bei ihren Ermittlungen gegen eine Sekte weitere Leichen von Menschen gefunden, die sich zu Tode gehungert haben. Damit ist die Zahl der Todesopfer des christlichen Sektenkults auf mindestens 89 gestiegen. Sie wurden auf dem Grundstück des Sektenführers Paul McKenzie entdeckt. Der Pastor des Küstenorts Malindi wurde verhaftet. Laut Staatsanwaltschaft habe er seinen Anhängern gesagt, dass sie Jesus treffen würden, wenn sie bis zum Tode fasten. Das Rote Kreuz geht davon aus, dass bis zu 213 Menschen vermisst werden. In Deutschland und in Frankreich startet die Testphase der neuen Zahlungssysteminitiative. Mit der sogenannten EPI für European Payments Initiative können Bürgerinnen und Bürger bald über eine Wallet, eine digitale Geldbörse, online und in den Geschäften einkaufen. Das neue System soll 2024 auch in Belgien eingeführt werden. Mehr als die Hälfte der bargeldlosen Geschäfte in der Eurozone werden in Deutschland, Frankreich und Belgien getätigt. EPI gilt als Konkurrenz zu PayPal, Visa und Mastercard und soll das bargeldlose Einkaufen erleichtern. The Rana Plaza is definitely one of those absolutely horrific disasters that was a game changer in some ways. There's a much greater understanding of the need for transparency. Als das 8-stöckige Geschäftsgebäude Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und dabei mehr als 1.100 Menschen getötet und 2.500 weitere verletzt wurden, war der Schock für viele von einem Gefühl der Bestürzung begleitet.
Beliebte Marken in Europa ließen in dem Gebäude Kleidung produzieren und nahmen damit indirekt die miserablen Arbeitsbedingungen für die tausenden Beschäftigten in Kauf. Nur wenige Wochen nach dem Unglück einigten sich Marken, Gewerkschaften und NGOs auf die Vereinbarung über Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch. The accord is by far one of the most robust mechanisms available for all brands to join to be able to signal that they want to bring about the best protections available for workers. Durch unabhängige Sicherheitsinspektionen, Schulungsprogramme sowie ein Beschwerdeverfahren für ArbeitnehmerInnen konnten tausende Leben gerettet werden. Und Marken in Europa haben eine Reihe von Arbeitsvorschriften eingeführt, um eine bessere soziale Absicherung von Arbeitskräften zu gewährleisten. But many of the codes that we wear are made outside of European legislation in countries that are far less regulated and where labor is cheap, working conditions are not prioritized. Zwar sind Löhne in der Branche gestiegen, sie liegen aber immer noch unter der existenzsichernden Lohngrenze. Hier sind Marken und Zulieferer gefragt und VerbraucherInnen können ihren Teil beitragen. Brands do listen. And if their customers are being very clear, we expect you to deliver on our standards. We expect to be able to shop without having to worry about whether people are safe or pay decent wages or are going to be harassed in the workplace. So consumers speaking up matter. Die europäische Bürgerinitiative Good Clothes, Fair Pay fordert existenzsichernde Löhne in der gesamten Bekleidungs-, Textil- und Schuhindustrie. Bei Erreichen von 1 Million Unterschriften muss die Europäische Kommission über entsprechende Maßnahmen entscheiden.